Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. U Deluxe. Wir machen weiter. Eisenhain 3, Yoshis Hügel. Ich bin wieder als Mario unterwegs. Und ja, schön, dass ihr wieder dabei seid im zweiten Part hier. Jo, heute ist immer noch Release-Tag, wenn ihr den seht. Und raus wieder dritte Part. Haus auch die am Release raus hier. Drei Parte und ab danach zwei Parte pro Tag, habe ich mir jetzt überlegt. Klingt doch mal ganz gut, weil ich will auch noch anderes Zeugs bringen, aber der Release soll gefeiert werden. And I mean, why not? Also ich kann ja auch Kollegen, die machen dann so Speedruns oder Walkthroughs heißt es auch und bringen halt, keine Ahnung, irgendwie hier. Ich muss doch bei mir ganz ein bisschen leiser stellen, warte mal. Jetzt. Bringen dann, keine Ahnung, irgendwie so die ersten 10 Parte so direkt am einen Tag raus. Heftig. Zu viel auch meiner Meinung nach, ganz klar. So, das Cool Jossi ist, der kann diese Dinger hier fressen. Kann eigentlich alles fressen, was eben hier in die Quere kommt. Ah, nee, wir müssen da hoch und das kommen wir wie, indem wir da kommen wir aus hier. Hä? Hierzu. Nein, ich will drauf bleiben auf dem Joss, ich will jetzt hoch. Danke. Aber nicht dafür. So, Moment. Mann. Komm, Joss hier. Ja, schön, ein Millimeter dran vorbei. Ihr seht schon, meine Spring-Skills sind nicht die besten und ich weiß die auch gerade gar nicht wieso. Okay, gut. Jetzt hat. Komm, hier hätte ich mal drauf, so. So, ich dachte, hier wäre irgendwas krasses oben. Gehen wir da an, Joss hier. Danke. Weil hier wollte ich nämlich eine Stampfattacke machen. Weil hier gibt's was, wusste es doch. Erstmal das zurück dran erinnern. Ich hab hierfür mal Yoshi gebraucht, wenn ich über nachdenke. Jetzt geht Yoshi! Schön, dass Yoshi jetzt natürlich erstmal nicht mal mehr gewartet. Brillant. Ich glaube, wir waren Spaß halt ohne Yoshi. Ne, die bekommen wir ohne Yoshi nicht. Keine Chance. Dann lassen wir die jetzt mal hier, wo sie sind. Wir müssen das Level auch beenden, weil ich nur 80 Sekunden Zeit. Dann lassen wir die halt hier, wo sie jetzt ist. Catchen die halt mal anders, wenn es sein muss. So. Ba. Nimm mal wieder unseren Yoshi hier. Ba, ba, ba.
Oh, haben nur 4 Sekunden Zeit auf der Uhr. Also sollten wir uns mal beeilen, dass wir Richtung Ziel gleiten, so langsam. Ich weiß, dass irgendwo noch eine Münze gab, das weiß es. Ich weiß aber leider Gottes gerade nicht mehr wo. Seht ihr mir nur noch 12 Sekunden. Oh nein. Wir sind relativ in der Nähe vom Ziel. Ah, wir fahren uns da rumgetan. Das ist peinlich. Nächster Versuch. Jetzt das ist schon richtig genau. Ja, gut, das passt alles gut. Ich habe gerade zu sagen, dass er. Ah, ich mache ja weiter, damit wir vielleicht. Das ist ganz angenehm hier. So, nichts gibt's hier. Also das Spiel ist wirklich toll. Mag's gern, freue mich drauf und so weiter. Also es ist wirklich toll. Hab's auch damals eben auf der Wii U gespielt. Also es hatte zwar dieses, weil es hatte auch ganz Anfang, oh toll, jetzt mein Yoshi-Werk, hat es auch das alte dieses Packet installiert, aber irgendwann habe ich es nicht wahr zu bringen im Wii U bekommen, weil man also dann irgendwann Geist aufgegeben hatte. Damals habe ich mir die relativ zeitnah nach Release gekauft tatsächlich, oder beziehungsweise in dem Jahr so Weihnachten einfach bekommen. Und ja. Ich glaube, das war hier irgendwo. Oder an so einem Ding im Wölze drin war. War vielleicht aber auch einfach ein Bierteil der ersten Welt. Das wäre wundern, wenn die nirgendwo mehr noch eine weitere. Ja, also das mit dem Fahren, das verflucht mich jetzt schon in diesem Spiel, ne? Dass ich bis jetzt bei allen Leveln irgendwie nur unten an die Fahne gekommen bin. Da muss man noch üben. Da muss man so hart noch üben, David. Das kann man besser. So, aber das nächste Level ist frei. So, let's look to this here. Eisenhain 5. Bin zwar auf das Ding gut draufgesprungen, ja. Ah, schön, dass man auf das nicht draufspringen kann. Gut zu wissen. Im ersten Leben was ich verloren habe. Also habe ich heuert. Also es hatte ich bei der, dass wenn man stirbt oder so halt eben verliert, dann hier wieder als kleiner Dude dran startet. Ja, du Piranha-Pflanze, du bist dumm. So. Da. Ich glaube, ob ich mit Feuer hier so restens aufbringen kann, das gute Ding. Ja, Feuer muss man da mal treffen, dann ist es weg. Oder dreimal sogar, ist ja heftig. Gut. Jetzt besorgen wir es da jetzt schon mal. Ich glaube, hier war irgendwas unten drunter, aber ich bin mir da halt unsicher. Und ich will jetzt auch nicht hin und her, nee, ist da nicht mal irgendwas. Genau. Shit. Ja, ich kann den halt in der Position, wie er gerade steht, einfach nicht umlegen. Wenn er unter diesen Blöcken steht, wie soll ich dann auch ihn draufspringen? Behindert. Habe ich jetzt schon meine ersten Zettel verloren. Ihr seht schon hier, grandios.
Aber ich will, dass ich jetzt nur was hab, so wieder groß werden und nicht mehr. Ich glaube, dass hier irgendwo was war. Ich weiß aber auch nicht. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, das müsste rein theoretisch eventuell vielleicht auch einfach nur vertan. Ja, die Feuerpuder sind so Gesellen, die gehen überhaupt gar nichts. So, dann machen wir hier mal weg, 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 verreck, verreck. Danke. Ich glaube, hier lohnt es nämlich tatsächlich ranzugehen. Und so small little secrets. Fuck. Das überlebe ich nie ohne Item. Yay. Thomas hat am wenigsten noch die dritte Münze. Bap, bap. Also ich mag das erst gerne vom Soundtrack allen drum und dran. Es ist wirklich ein tolles Spiel. Was denn auf der Video und alles rummeckern? Ja, hier ist es so teuer, es ist ein Port. Leute, dann kauft es euch halt nicht. Das Spiel ist schlichtweg für die Leute gedacht, die keine View hatten. Und die können das jetzt optimal hier nachholen. Und für die ist das perfekt, dieser Port. Weil ich bin viele Leute, die das Spiel spielen wollen, aber einfach damals keine View gekauft haben. Und die können das jetzt super nachholen. Und deshalb habe ich nichts gegen die ganzen Ports. Und Leute, die jetzt verrückt sind wie ich, und das auch ein Nachtspiel besitzen, wollen halt auch den Port um den zocken. Aber nein, ich glaube, das machen nur die ultra krassen Nintendo-Fans, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber ja, ich meine, ihr wisst, was ich meine, ne? Und ganz ehrlich, die es halt auf der Use in Hard und keinen Bock haben, die müssen es ja nicht kaufen. So, aus dem Kanon kommen gleich jede Menge Münzen von Ups geflogen, du brauchst nur einzusammeln. Hast du am Ende mehr. Achso, okay. Gut. Das heißt, ich muss einfach Münzen einsammeln. Ja, das war zu scheiße. Also, mich bis jetzt ist halt einfach im Gleisstand. Fuck. Komm. Ja, ich hab. Nein. Ich glaube, ich hab mal Bowser-Dinger, ne? Krittes. Also das ist nicht einfach, da irgendwie so wegzuspringen. Schade. Hat jemand nicht geglaubt, einmal habe ich das Geld behalten. Oh nein. Das war dieser Set hier. Da brauche ich eine Fragezeichenbox, überlebe ich das nicht. Ach scheiße hier, ey. Zeit abgelaufen, gut. Machen wir nochmal. Das Level ist dumm. Braucht mal so ein Item und dann muss er erstmal drankommen. Oh ne, geht auch so. Gut, das ist Eisenhahn Castle. Und. Was haben wir jetzt, wenn wir das hier irgendwie hier lang gehen? Ja, ist da auch irgendwas frei. Aber da ist irgendwie noch kein Weg, oder wie? Dann. Machen wir jetzt Lennys Festung. Hier. Also bei Festungsleveln tue es wirklich
ist das Kindergarten, aber die will ich mir vereinfachen. Let's go with Mopsy. Also in Festungsleveln. Sonst Reds ist total in allen drum und dran. Sag ich euch, das neue Feature Kalt Mopsy. So. Damals sind die Level nämlich letztendlich machbar. Und das war ein Fehler, weil dieses Dings-Item, das braucht man hier. Ist halt zum Teil erst so scheiße knapp hier. Übrigens, wenn ich das ganz genau das hier mache, ich wollte es nur gerade mal demonstrieren, dann vielleicht ist auch, es darf man nicht in Lava fallen oder sowas. War natürlich geplant, ob man das demonstrieren kann, keine Frage. So, das andere Leben ist okay. Aber das ist wirklich das Einzige, was mich killt. Ist ja auch in allen anderen Spielen so, wenn man runterfällt, hat man verkackt. Deshalb, da gilt einfach aufpassen, dass man eben nicht runterfällt. Weil ich komme dieses Flieger-Item mir nicht, deshalb ich dann super solche Colts hier eher mal nicht hole. Weil klar, Mopsy fliegt schon, also springt dafür dann besser. Was scheiße! That's by the way all eben was Mopsy tut oder kann. Aber die Flug-Item wäre hier schon besser aufgehoben. Ich muss mich jetzt ein bisschen mal anstrengen hier. 7 Leben. Nee, ich darf halt erst nicht in die Lava fallen, das wird mir sonst verhängen. Das ist das Einzige, was mich töten kann. Und hier muss ich auch noch dann einfach auf Junge! Eben auf genug töten wird dieses heiß Lava oder sowas. Ihr seht schon, Sub-Runs ist nicht meine Stärke. Aber damit, bitte, es ist die erste Welt, also komm. Zeig es mal ein bisschen an. Habe es jetzt so zu mir selbst gerade gesagt. Ja, moin, why not? Also. Ich kann ein paar Zinnen in die ersten Fails, ja, aber die Fails sind mehr als nur Fails. Ich mache jetzt einfach keine gewagten Sprünge mehr und dann passt es. Und hier warte ich jetzt in dem Fall. Auch wenn ich dann die Dinger wahrscheinlich nicht bekomme. Da geht ja mit der Zeit, weil Zeit habe ich da genug. So. Auch diese Stellen zum Beispiel sind ja unberastbar ohne irgendwelche Hilfe. Lel. Ach, der hat es glaube ich noch einen Starcoin gegeben, ne? Weil ich Sally ist mir fast zu gewagt. Jetzt war ich drauf. Gut gemacht. Ich will hier. Ach, man kann das so vergacken. Nee. Ganz ehrlich, nee. Ist mir zu gefährlich, weshalb ich diesen Anzug. Machen wir gleich so weiter hier. Und ja, ich sage bewusst nur einen Teil von Starcoins ein, weil ich habe echt nicht in Erinnerung, dass man die wirklich großartig braucht im Spiel, um Level Phrase zu halten. Und wenn doch, es wäre nicht so, als ob ich keine einsammle. So, und hier kommt der erste Boss hier. Ich glaube, das war Lenny oder was? Ludwig? Ich glaube, Lenny war das jetzt hier zuerst. Wenn mich das alles toll ist, aber wir werden es gleich sehen. Ich habe das Spiel so lange, ich habe keine Ahnung, wie die alle hier heißen. Aber ich glaube, dieser Kopf hier mit den Federn, das war ich Lenny, glaube ich. Aber wir werden es gleich sehen.
So, hier gilt's Bomben irgendwie auf ihn zurückleiten oder so. Oder einfach so drauf springen. Und man kann auch so kalt machen. Das geht auch. Ich weiß immer noch nicht, ob mich da wirklich was tut. Weshalb ich da das bei ihr so vorsichtig bin. Ich glaube zwar nicht, dass er mir irgendwas tut, aber man weiß es halt nicht. Aber die Bosse jetzt sind auch so oder so noch nicht wirklich schwer, ob man jetzt Items hat oder nicht, ist egal. So, weg ist er. Joa. So ist er geht's. Ja. Nee, also Boss-Level sind mit so einem Ding deutlich, deutlich angenehmer. Joa. Weg ist er. Und er verzieht sich into the second world. Oh mein Gott. Geht ja doch relativ zügig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Welten es gibt, aber es waren. Ich hab. Keine Ahnung, auswendig. Ich finde es mal heraus. Ich finde, das ist jetzt auch Super Mario Bros. U Welten. Weil es ja dieselben Weltenanzahl, glaube ich, deshalb sollte das machbar sein. Verwandlungen. Nein, ich will wissen, welches Gegner, sondern welche Welten es gibt. Alle möglichen. Ah, das kann ich mal sagen, tatsächlich. Das ist. Nee, Iggy. Nee, das ist tatsächlich der. Genau, Lenny Cooper ist das. Der, Larry ist da mit der blauen Frisur. Denn ich meinte, ist Lemmy. Nicht Lenny, sondern Lemmy. Und, genau. Ja, Ludwig ist mit ganz anders. Okay. Gut. Ist, weil die sind nämlich gerade die Charaktere, die es gibt. Also, wir haben wie viele Welten haben wir? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, wusstest doch. Gut. Machen wir weiter. Nee. Weil wir haben diese Welt eigentlich schon abgeschlossen. Mehr oder weniger weitestgehend. Ich wollte da nicht rein. Dabei. Aber das Level ist ja nicht machbar als der Typ hier. Weil ich kann auch den Stern sehr wahrscheinlich auch noch kann sogar nehmen. Gut, dem alles zurück, was ich gesagt habe. Oh, da kommt einfach nur ein Stern hier, moin. Hä, wo hat's denn da Münzen gegeben in dem Level, aber Kopf hoch. Whoever. Jetzt bleibt die hoffentlich auch weg. Gut, ach ja, da ist meine Item-Taste drin, die kann ich dann, wenn ich es mal dringend brauche, einlösen. Was haben wir jetzt hier? Eishain 4. Mal lieber zu dem Ding hier. Baby Yoshi. Gut, den wollte ich nämlich auf meine Reise mitnehmen. Diese, wir machen die Pflichtlevel hier. Das ist gut genug. Und ja, mit Wildwelt 2, mit dieser Wüstenwelt, geht's im nächsten Part weiter mit der Sandkuchenwürste. Ich sag jetzt herzlichen Dank fürs Zuschauen von dem Video. Liebe Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.